Nachdem ich vom Galaxy S9 eher enttäuscht war, habe ich mich auf das Galaxy S10, nämlich den Nachfolger, umso mehr gefreut. Und auch mein erster Eindruck war wirklich positiv. Und ob sich das Ganze auch während meines Tests gehalten hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Zuerst möchte ich mich bei RhinoShield bedanken, denn die haben dieses Video erst so richtig mit möglich gemacht. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link zu den Cases für das S10 und für andere Geräte. Und jetzt neu können auch Android-Geräte mit eigenen Designs, wie zum Beispiel von mir, bedruckt werden. Natürlich findet ihr auch dazu den Link, also schaut bei Interesse einfach mal vorbei. Jetzt aber weiter zum Gerät, und Samsung-typisch ist dieses nicht nur super gut verarbeitet und sieht modern aus, sondern liegt gut in der Hand. Durch die etwas kantigeren Ecken wirkt es mehr wie ein Galaxy Note und deutlich erwachsener, was mir sehr gut gefällt. Außerdem ist es weiterhin nach IP68 Standard gegen Wasser zertifiziert, und das, obwohl sogar ein Kopfhöreranschluss und Stereo-Lautsprecher für gutes Audio verbaut sind. Auch der Akku ist größer geworden und trotzdem liegt das S10 super leicht und dünn in der Hand. Die größte sichtbare Neuerung betrifft das Display, denn dieses hat als eines der ersten Geräte auf dem Markt ein Loch im Display, worin sich die Kamera befindet. Auch wenn das bei der Benutzung keinen ernsthaften Unterschied zur Notch macht, sieht es ehrlich beeindruckender aus. Vereinzelt kann es aber wie auch bei der Notch zu abgeschnittenen Bildschirminhalten kommen, aber das sind dann auch nur Einzelfälle, die in Zukunft immer weniger auftauchen werden. Das 6,1 Zoll große Dynamic AMOLED Display sieht einfach verdammt gut aus. Wem das zu klein sein sollte, kann auch zum Plus-Modell greifen, das hat dann ein größeres 6,4 Zoll Display. In beiden Fällen löst das Display mit sehr scharfen 1440p auf, und die Farben sind durch die natürliche Abstimmung zwar nicht mehr ganz so knallig wie früher, aber eben deutlich realistischer. Am Display kann ich also nichts kritisieren, selbst die Helligkeit, Blickwinkel und Kontraste sind sehr gut. Außerdem hat Samsung erstmalig einen Ultrasonic Fingerprint Sensor im Display verbaut. Meine Erfahrungen damit sind eher durchwachsen, weil er zwar funktioniert, aber man den Finger sehr, sehr genau platzieren muss, was im Alltag eben häufiger nicht der Fall ist. Besser gefällt mir da schon die Hardware, auch wenn die alleine nicht ausschlaggebend dafür ist, dass die Performance gut ist. Aber trotzdem hat Samsung hier mal wieder das Neueste verbaut, nämlich den Exynos 9820 zusammen mit 8 GB RAM. Und beim Galaxy S10 Plus gibt es sogar eine Version mit 12 GB RAM, was aber irgendwie ziemlich übertrieben ist. Wichtig ist, dass die Performance gut ist, dass sich Apps schnell öffnen, Animationen flüssig laufen und Vorgänge lange im Hintergrund offen gehalten werden, denn das ist der Punkt, wo ein Nutzer direkt merkt, ob ein Smartphone wirklich schnell ist. Und genau dieses Gefühl habe ich bei Samsung jetzt zum ersten Mal, denn es läuft alles so, wie man es sich von einem High-End-Gerät erwartet, und auch nach oben hin hat das Gerät noch genügend Leistung, um zukünftige Games und Apps flüssig betreiben zu können. Samsung nennt die neue Software One UI und basiert auf Android 9.0, aber weiterhin mit starken Anpassungen. So sieht der allgemeine Look bisherigen Geräten sehr ähnlich, aber ist eben übersichtlicher strukturiert. Außerdem sind viele Buttons und Systemelemente so platziert, dass man sie trotz des großen Displays gut mit nur einer Hand erreichen kann. Und auch wenn das Aussehen immer noch nicht meinem Geschmack entspricht, muss ich klar sagen, dass Samsung hier vieles richtig gemacht hat, denn die Performance stimmt. Beim Vorgänger habe ich genau das noch so stark kritisiert, und hier lobe ich es schon fast, dass ich sowas bei Samsung überhaupt noch erleben darf. Nervig ist bei der Benutzung nur die Handballenerkennung, denn so kommt es bei mir häufiger zu fehlerhaften Eingaben. Durch die dünnen Displayränder wird das zwar wahrscheinlich nochmal verstärkt, aber eigentlich sollte auch Android damit klarkommen, eine gewollte von einer ungewollten Eingabe irgendwo am Bildschirmrand zu unterscheiden. Ebenfalls enttäuschend finde ich den Vibrationsmotor, denn dieser ist nicht nur super laut, sondern fühlt sich auch billig an. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich ihn einfach komplett deaktiviert habe. Dafür haben mir im Alltag die Kameras viel Freude bereitet, denn noch nie konnte man mit einem Samsung-Gerät so flexible Aufnahmen machen. Neben der bereits bekannten 12-Megapixel-Standard-Zoom- und Zweifach-Telezoom-Kamera gibt es noch eine dritte Kamera, und das ist eine 16-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera, mit der man verdammt viel auf das Bild bekommt. Es ist nicht mal die Bildqualität, die mich in diesem
diesem Jahr besonders umhaut, denn die Kamera war schon im S9 wirklich gut und hier ist sie eben nochmal ein Stück besser. Vielmehr finde ich es einfach super genial, in jeder Situation die richtige Brennweite parat zu haben, um das Beste aus dem Motiv rausholen zu können. Umgerechnet entsprechen die Brennweiten übrigens 12, 26 und 52 mm. Wer also viele Fotos und Videos aufnimmt, der wird mit diesem Kamerasetup auf jeden Fall Spaß haben. Das gleiche gilt auch für die 10 Megapixel Frontkamera. Die macht bei gutem Licht sehr schöne Fotos, aber sobald es etwas dunkler wird, merkt man, dass die Qualität massiv leidet. Dann ist da noch der größer gewordene 3400 mAh große Akku und dementsprechend hoch waren auch meine Erwartungen, aber leider wurden diese nicht erfüllt, da ich trotz der Kapazität und für mich normalen Nutzweise nie über einen kompletten Tag gekommen bin. Häufig musste ich gegen 20 Uhr wieder an die Steckdose, was zu kurz ist, wenn man bedenkt, dass ich das Smartphone nur selten vor 10 Uhr nutze. Andere Hersteller schaffen mit einer vergleichbaren Kapazität deutlich längere Laufzeiten, was irgendwie schade ist, dass Samsung dann nicht hinterherkommt, aber fairerweise muss man trotzdem sagen, dass die Laufzeit besser als beim Vorgänger ist, was aber auch irgendwie traurig ist. Neben kabellosem Laden gibt es jetzt zum ersten Mal auch PowerShare. Das ist sozusagen kabelloses Laden, nur eben umgekehrt, so dass das S10 zu einem Stromgeber wird. Die Idee ist cool, aber wirklich schnell ist es nicht, weshalb es für mich eher eine Spielerei bleibt. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Galaxy S10 also ein rundum schönes Update, welches auch bei der Benutzung wirklich Spaß macht und auch die Performance ist dem Preis entsprechend, ebenso wie man sich das von einem High-End-Smartphone erwartet, aber das muss man auch bei einem Preis von 900 €. Fairerweise muss man aber auch wieder mal sagen, dass die Preise bei den Samsung-Geräten ziemlich stark sinken und dass man schon jetzt Angebote für unter 800 € findet, also für Leute, die ein schönes High-End-Smartphone suchen, welches insgesamt Spaß macht, die sollten sich das S10 mal genauer anschauen. Den Kauflink findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, also schaut bei Interesse dort vorbei und sonst hoffe ich, dass ihr diesen Kanal hier abonniert habt, dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder vorbei, also bis dahin, ciao!